Ja, frohes Neues, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und wir beginnen das neue Jahr gleich mit einer schönen Geschichte und sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hans-Joachim Striezel-Stuck. Ja, die deutsche Motorsportlegende hat am 1. Januar seinen 70. Geburtstag gefeiert und diesen Ehrentag haben wir mal als Anlass genommen, mit Striezel uns sehr, sehr ausführlich über seine wirklich wahnsinnige Karriere im Motorsport zu unterhalten. Wir fangen an bei seinem ersten Formel-1-Rennen, damals in Argentinien, wirklich verrückten Vertragsverhandlungen mit Bernie Ecclestone in seinem Büro. Natürlich blicken wir zurück auf Striezels legendäre Siege bei den 24 Stunden von Le Mans und auch auf dem Nürburgring. Und er erzählt uns auch eine Geschichte um seine DTM-Meisterschaft damals, die nicht einmal wir kannten. Also auf jeden Fall ein wirkliches Fest für Motorsportfreunde. So viel können wir schon verraten. Natürlich sprechen wir auch über diesen jungen Mann hier, der unser aktuelles Magazincover ziert, Mick Schumacher am Ende. Also, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die aktuelle Ausgabe unseres Motorsportmagazin-Print-Magazins bestellen könnt, schaut gern mal unten in die Beschreibung. Ich will gar nicht zu viel teasern. Wir haben wirklich viel zu besprechen gehabt mit Striezel. Das Interview habe ich zusammen mit meinem erfahrenen Kollegen und Motorsport-Statistik-Guru Arno Wester aufgezeichnet, wenige Tage vor Striezels 70. Geburtstag. Und in dem Sinne sage ich, schaut es euch an, habt Spaß und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Hi, servus Striezel. So, bis 12 Uhr hast du Zeit, sagst du, ne? Jawohl. Super, dann sagen wir schon mal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ja. Ich danke euch, dass ihr euch um mich kümmert, finde ich super. Ah ja, natürlich. Ja, wenn man sich um so eine Legende nicht kümmert, da weiß ich nicht mit dem, was wir noch machen können. Dankeschön. Dann würde ich aber sagen, schieß mal auch direkt los. Okay. Striezel, was wünschst denn du dir eigentlich zum 70. Geburtstag? Also ich wünsche mir vor allen Dingen mal Gesundheit und ich wünsche mir, dass möglichst schnell unsere so schöne Welt, wie sie einmal war, wieder in eine vernünftige Ordnung kommt. Dass dieses ganze Für und Wider, wollen wir gar nicht drauf eingehen, einfach wieder normale Formen annimmt, dass wir wieder so leben können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Das ist mir das Wichtigste, weil was jetzt im Moment passiert, ist ja wirklich, muss man sagen, außer Kontrolle geraten. Das ist einfach ein Riesenmist, muss ich sagen. Das, glaube ich, hat keiner verdient. Arno, dich hat die Frage, die Striezel-Frage interessiert. Die musst du stellen. Ja, Striezel, wir haben schon über alles Mögliche gesprochen, aber die Ableitung deines Spitznamens, das hat, glaube ich, mit deiner Tante zu tun. Richtig. Genau. Aber. Aber? Aber was noch, glaube ich, noch nie einer aufgelöst hat, wieso schreibst du nicht du, sondern die Medien und alle, die dich kennen, einmal mit T in der Mitte und einmal ohne? Ja, das ist, weiß ich nicht, wie das kommt. Also richtig ist mit allen Schikanen, mit IE, TZ und EL. Das ganze Programm ist das Richtige. Aber es ist natürlich klar, dass natürlich durch sprachliche Missverständnisse oder weil einer nicht weiß, wie einmal das E weggelassen wird, dann das T weggelassen wird. Das gibt es 1000 Varianten. Gell? Jetzt kommt aber mein Einwand. Wenn du im Google Hefezopf eingibst, ja, wo es ja angeblich von abstammt, dann wird Striezel offenbar ohne T geschrieben. Laut Internet. Nee, also in Wien, der Honig, der Hete, der dieser Muslim, okay. Daher kommt das ja, den nehme ich an. Den schreibt okay. Man auch mit einem Schikanen. Ah, alles klar. Sehr gut, dann haben wir das nach 70 Jahren endlich mal geklärt. Ich nehme an, dass es daher kommt, weil ja die Tante Emmy muss ja mich damals schon recht komisch gefunden haben zum Aussehen. Und hat das wahrscheinlich mit diesem Hefezopf da, mit dem da irgendwas verglichen. Ne? Dann schauen wir aber ähnlich weit zurück, Striezel. Dein erstes Autorennen, 18 Jahre warst du damals alt, mit einem Köpfchen BMW mit einem 2002er auf dem Nürburgring. Ja. Das musst du mal kurz erzählen. Wie kam es dazu? Also es kam dazu, nachdem ich ja meinen Vater bei diesen Lehrgängen der Scuderia Hanseat am Nürburgring begleitet habe und er am Karussell, der Karusselldirektor war, das war sein Abschnitt, durfte ich damals schon mitfahren und dann ist bei diesem Lehrgang einmal dem Hans-Peter Köpfchen, dem damaligen BMW-Tuner, meine spektakuläre Fahrweise aufgefallen und hat gesagt, hör mal, ich glaube 14 Tage später ist das Rennen am Nürburgring, 300 Kilometer Rennen, oder das ist der Auftakt jedenfalls, willst du da von mir mal ein Auto fahren? Da habe ich gesagt, na klar, müssen wir den Vater fragen gehen. Dann sind wir zusammen zum Papi und dann hat der Papi erstmal gesagt, nein, gell, weil der hatte ich schon gewusst,
wenn er jetzt einmal Ja sagt, dann ist die Scheiße am Dampfen. Ne? Aber da war es schon zu spät, da haben wir ihn überzeugt. Und somit bekam ich dann von höchster Stimme das Okay, dieses Rennen zu fahren. Und da war das mein erstes Rennen mit dem 202 Ti, der damals noch per Achse zum Nürburgring kam. Der kam ins Fahrerlager, hat die Stoßstangen abgeschraubt, die Sitze ausgebaut, die Nummernschilder weggeschraubt und die Scheinwerfer überklebt mit dem typischen X. Und da war das sein Auto. Und dann ging es los, volles Programm. Ne? Und es und ist verrückt. Ich werde nie vergessen, dass ich bei diesem ersten Rennen, bin ich glaube ich Dritter oder Vierter geworden, weiß nicht mehr genau, musste ich ein paar Mal aussteigen, weil immer bei Sprunghügeln das Gasgestänge sich ausgehängt hat. Da musste ich anhalten, die Haube aufmachen, das Ding wieder ein und wieder weiterfahren. Ne? Aber es war cool, war ein cooler Einstand. Ne? Guter Einstand. Und ein Jahr später, Striezel, hast du schon zum ersten Mal den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Ebenfalls ja. mit einem Köpfchen BMW. Total verrückt. Aber 1972 hast du die 24 Stunden von Spa gewonnen. Und wir haben mal rausgeschaut, Arno, das darfst du übernehmen. Du hast bis heute einen Rekord aufgestellt. Der gilt bis heute. Nee. Welcher ist das? Kennst du den Rekord, Striezel, der bis heute noch Gültigkeit hat? Also im Moment wüsste ich jetzt nicht, gell? Also, ich lese dir vor, was ich mir dazu notiert habe. In einem Werks Capri RS 2600 der Kölner Fortwerke gewann Hans-Joachim Schuck gemeinsam mit Jochen Maas den Ardennen-Langstreckenklassiker, ein Rennen zur Tourenwagen-EM. Dabei stellte das Duo mit 4.498,436 Kilometer einen bis heute bestehenden Distanzrekord auf. Das ist ja cool, da war noch die alte Strecke ohne Schikane, ohne alles, gell? Das ist ja cool, gell? Habe ich nicht gewusst. Gratuliere, ja. Das hast du gut gemacht. Das ist ja geil, ne? Das ist ja cool. In dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, das wissen ja auch nicht so viele, damals wurde ja tatsächlich immer zu zweit gefahren oder meistens. Ja, genau. Das ist ja heute eigentlich unvorstellbar. Was kannst du aus dieser Zeit eigentlich erzählen, wo man ein 24-Stunden-Rennen, man kam ja eigentlich gar nicht zum Schlafen, zu zweit fahren musste, oder? Das war ja so. Na gut, du warst natürlich in höchster Anspannung und ich sag dir eins, wie ich dann später auch mit Porsche, Le Mans und andere Dinge teilweise mit drei und sogar mit vier Fahrern gefahren bin, sage ich dir eins, je länger die Pause zwischen den Stints war, desto mehr bist du aus dem Rhythmus gekommen. Es war eigentlich super, wenn du immer diesen Level an Adrenalin, Oberkante, Unterlippe konstant gehabt hast, dann hast du nicht irgendwie da zwischendrin abgebaut. Wenn ich zum Beispiel in Le Mans, wenn ich mit dem Holbert und dem Bell gefahren bin, da hatte ich ja gute 1,5 Stunden Zeit, mich da auch mal hinzulegen, zu duschen und eine Massage zu kriegen. Das war aber kontraproduktiv, weil du hast wieder etwas Zeit gebraucht, bis du wieder reinkommst, gerade in den Nachtstunden. Also für mich war es natürlich sehr anstrengend, zu zweit zu fahren, aber es war mir lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Anstrengend, was meinst du damit, körperlich oder geistig, mental? Alles zusammen, weil du hast sowohl bei den Autos früher ja keine, ob das jetzt ein Porsche oder ein Capri war, keine Servolenkung gehabt, du hast schalten müssen, du hattest keine Servobremse, du hattest kein ABS, kein ASR, den ganzen Schnickschnack. Also du warst wirklich körperlich und geistig, musstest du dich 100% konzentrieren. Deswegen war auch dann, wenn das Rennen vorbei war, schon die Erschöpfung immer relativ nahe, muss man sagen. Gell? Daraus leite ich ab, dass ein Start bei einem 24-Stunden-Rennen damals deutlich anspruchsvoller war als heute. Naja, das würde ich nicht sagen. Dadurch, dass du ja auch in diesen Jahren von dem Material her nicht 24 Stunden praktisch 95% fahren konntest, Auto abverlangen konntest, du musstest ja auf die Bremsen achten und auf den Motor achten, da war vielleicht der eigentliche Fahreinsatz vielleicht zwischen 70% und 80%. Ah ja, okay. Das war ein bisschen, Anführungszeichen, geringer, aber es war eine größere Aufgabe. Heute können die Fahrer dank dem, was sie alles haben, der Klimaanlage im Auto und was ich weiß alles, sich mehr aufs Fahren konzentrieren, das Auto mehr nützen, weil das ja perfekt hält, muss man sagen, heutzutage. Und dadurch fahren die natürlich auch mehr am Limit, wie wir das damals gemacht haben. Also ich glaube, das ist irgendwie, gleicht sich das wieder aus im Endeffekt. Ne? Wir machen stets einen kleinen Sprung in deiner über 50 Jahre lehrigen Karriere. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Formel-1-Debüt 1974. Sehr verrückt. Du bist als amtierender Formel-2-Vize-Europameister. Warst du auch in dem Jahr auf einem March BMW. Jetzt musst du dein erstes Rennen in Argentinien. Das musst du erzählen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, das war ja auch eine Überraschung, nachdem das ja gar nicht so richtig eigentlich geplant war. Im Herbst kam dann, oder im November, weiß ich noch, kam dann der Max Musley zu meinem Vater nach Greinau und zu mir und sagt, du, der uns verlässt, der Jean-Pierre Javier, und wir haben da einen Platz frei und wir würden gerne, dass du da fährst.
Du musst dann mal vor, was war das AG? Warte, wie war denn das? Ich glaube schon, ja, genau. Mhm. Nachgucken vielleicht. Und dann war natürlich so, ich hatte ja keine Gelegenheit, vorher zu testen, bin noch nie vor einem Formel 1 gesessen, bin nach Argentinien geflogen, habe einen Sitz gemacht und bin losgefahren. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, das ist ja schon ein geiles Auto. Und wie ich da mich eigentlich recht wohl und gut gefühlt habe, in einer Kurve, das ist so eine Doppelrechts irgendwo hinten auf der Strecke, auf einmal überholt mir einer von außen. Der war aber richtig schnell. Also, ich weiß nicht, wer das war. Und da dachte ich so, jetzt bin ich bedient, jetzt muss ich was machen. Und da bin ich ins Fahrlager zum Carlos Reutemann, den ich natürlich nicht persönlich, aber vom Namen her kannte, er ist ein Wahlargentinier, habe ich dort gesagt, hallo Carlos, mein Name ist Hans Stuck, bin jünger Formel-1-Fahrer, bin zum ersten Mal hier, könntest du mir mal die Strecke erklären? Ach, ja klar, zack, sind wir raus ins Fahrlager, hat sich in sein Auto gesetzt, mich neben dran, sein Privatwagen, dann sind wir 10-mal rumgefahren und die Strecke erklärt. Das war natürlich sensationell. Und dann ging es wesentlich besser. Ich weiß gar nicht, wo ich im Training war, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls nicht ganz weit hinten. Gell? Da muss ich sagen, das war schon sehr kollegial, sehr kameradschaftlich. Hat mir viel gebracht. Ne? Unglaublich, heute gar nicht mehr vorstellbar, diese ganzen Abläufe. Ne? Ja, also schwierig. Ja. Ich habe mir notiert, Strezel, 1975, du sollst ein Angebot von McLaren gehabt haben. Kannst du da was zu erzählen? Ja, das ist richtig. Da gab es ein Angebot von McLaren und das haben wir damals aber nicht gemacht, weil Ende 1974 bereits BMW wusste mit Leitung von Jochen Nierpasch, dass die ja 1975 nach USA gehen mit dem kompletten Programm, weißt du alle, oder? Und da war natürlich dann logisch, dass, sagen wir mal, mit BMW auch, sagen wir mal, der Bayer dann mit rübergeht als Tourenwagenfahrer. Und damit hätte es da einen Konflikt gegeben, weil ich hätte das nicht machen können, wenn ich komplett für McLaren die Formel 1 so gefahren bin. Das war im Nachhinein vielleicht schade, aber andererseits muss ich sagen, habe ich mit BMW auch viele gute Jahre gehabt. BMW war für mich ein sicherer Hafen. Schade, aber halt sowas halt. Ne? Du hast eben schon Max Mosley erwähnt, dann sage ich noch Bernie Ecclestone. Mit dem hattest du auch ein paar ganz interessante Begebenheiten, 1977 vor allem in deiner Formel 1-Zeit. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, was da los war? Ja, also der Erste, wir kannten es natürlich von der Formel 1 her, mit sehr großem Respekt. Und dann ist ja leider Gottes 1977 im Frühjahr der Carlos Pace mit dem Flugzeug abgestürzt in Brasilien. Und dann gab es einen Anruf von Bernie, sagt du Hans, du hast ja mitbekommen den tragischen Unfall. Wir brauchen einen Piloten. Ich weiß, dass du nichts hast. Würdest du eventuell Interesse haben, bei mir zu fahren? Sag ich, klar, komm sofort rüber. Bin nächsten Tag nach England geflogen, zum Bernie ins Büro und dann saßen wir noch ein bisschen geredet. Er sagt, ja, müssen wir über die Konditionen reden. Wie schaut es mit Verdienen aus? Sag ich, ja, du, ich hatte im letzten Jahr bei March hatte ich 100.000 Dollar. Das war damals ja ein Haufen Geld in Dollar gesehen. Du weißt, ich muss meine Mutter versorgen und so weiter und so fort. Das wäre schon irgendwo so die Richtung, wo wir hindenken. Mhm, sagt er. Plötzlich mal, klingelt das Telefon. Geht er hin, sagt, ah, hallo Arturo. Yes, how are you? Yes, fine. And so, bla, bla, bla. I call you later. Okay, der legt auf, sagt er, Ducki, das war der Merzario, der würde auch gerne fahren, aber der fährt für 30.000 Dollar. Jetzt gebe ich das Angebot, 30.000 Dollar plus ordentliche Bonus für WM-Punkte, ja oder nein? Gell? Dachte ich, oh Scheiße, was mache ich jetzt? 30.000 Dollar ist nicht so viel. Ein gutes Auto, 12-Zylinder, John Watson als Teamkollegen, die Chance, okay, Deal, wunderbar. Unterschrieben, als bestens happy. Dann war ja, glaube ich, erste Rennen war da, glaube ich, Long Beach und dann kam der Monaco. Und da stand ich am ersten Tag auf der Pole am Donnerstag und dann war abends Abendessen. Bernie auch mit mir am Tisch sagt, dann komm mal her, Stucki, wir müssen mal was besprechen. Wir wollen ja eine ehrliche und gute Beziehung aufbauen. Ich hoffe, du erinnerst dich an das Gespräch mit mir im Büro mit dem Vertrag und so. Und wo dann der Merzario angerufen hat, also ich weiß nicht, klar, hast du mich runtergehalten um 7.000 Dollar, sagt er, du, ich muss ehrlich sein. Es war nicht der Arturo, das war meine Sekretärin im Vorzimmer. Ne? Das ist halt der Bernie, da war ich ihm dann nie böse drin, habe dann auch gut Punkte gemacht. Und ich muss eines sagen, wir sind bis zum heutigen Tag sehr gut befreundet. Und ich weiß, wenn ich hatte jetzt im letzten Jahr mal eine Geschichte mit England, wo ich einen Gebrauchtwagenhändler beinahe aufgesessen wäre, da habe ich ihn angerufen, der hat innerhalb von Minuten das geregelt. Also er ist immer noch Freund und wenn du ihn brauchst, auch bei dir. Das war also die Sache auf jeden Fall wert. Ne? Dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Wenn der so rüstig ist, wie du gerade sagst, dann hast du ja noch eine gute Zukunft vor dir. Absolut, ja genau. Also bei Bernie weiß ich, wenn es brennt, den kann ich mal anrufen. Finde ich auch gut. Ne? Da kommt er jetzt, vielleicht kommt er wieder noch zum Hahnenkamm, wenn er kommt, zum Skirennen. Wobei es ja dieses Jahr ohne Zuschauer läuft. Mal gucken, wenn er kommt, dann meldet er sich auch. Ne?
Wo wir gerade von Bernie sind. Bernie ist ja nicht mehr in der Formel 1 abgelöst worden. Arno, dich hat interessiert, wie hat sich die Formel 1 im Vergleich zu heute, im Vergleich zu deiner Zeit damals, was sind so die größten Dinge, die es geändert hat? Was soll sagen, der Bernie hat ja wirklich, der hat ja wirklich Glück gehabt in seinem Leben. Gell? Aber die Entscheidung, die Formel 1 jetzt an Liberty zu verkaufen, das war sicher das Beste, was mir hier passieren konnte. Also das ist ja jetzt nicht so wirklich ein Problem. Ne? Okay. Wieso glaubst du das? Warum? Beste Entscheidung? Wegen dem Geld, oder? Das heißt, nicht einfacher wird. Da wird sich einiges umdrehen. Vorher hat der Bernie das Thema super gemacht, super aufgebaut, super regiert, reagiert. Er war der uneingeschränkte Chef des Ganzen. Ich kenne ja die ganzen Leute, die jetzt dabei sind, ob das der James Carey ist oder der Ross Brown. Da ist ja kein, Entschuldigung, wer sagt, die haben ja keine Richtung. Ne? Und einer, der es gewusst hätte, wie es jetzt gehört, das wäre der Bernie gewesen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, die ellenlangen Gespräche auch mit John Topman, ich gut befreundet bin, jetzt auch diese Corona-Geschichte mal als Anlass zu nehmen, Dinge neu auf die Schiene zu stellen, ob das Nachwuchsformen, ob das GT-Serien, Tourenwagen-Serien, Formel 1 sind, die hat es ja nicht mal hinbekommen, dem Totten Parmesan, lass uns doch mal eine Welt-Motorsport-Videokonferenz machen. Mit Streckenbetreibern, mit Teambesitzern aus allen Formeln. Das sagt er, ja, wie soll ich denn das machen? Ich sage es mal so, ich mag es nicht. Ich tue mich nicht so, aber der muss als Chef das auch mal machen. Und wenn du die Leute alle beieinander hast, dann bin ich sicher, dass du auch, wenn du Meinungen hörst und wenn du Ideen hörst, daraus konstruktiv etwas machen kannst. Aber da passiert ja nichts. Und das wird dann nicht einfacher werden. Ja, wir sehen schon, du bist auch heute noch da voll im Geschehen drin. Du bist ja auch an den Rennstrecken überall auf der Welt. Es ärgert mich. Deswegen, und weil du ein perfekter Zeitzeuge bist, die Frage, wie hat sich ganz, ganz kurz geantwortet in zwei, drei Sätzen, wie hat sich die Formel 1 damals in deiner Zeit zu heute, das sind ja mehr als 30 Jahre, geändert? Na gut, zum einen mal, was ich sensationell finde, viel, viel sicherer geworden. Das muss man sagen. Also die Entwicklung in der Sicherheit durch Einzug von Carbon, von Gummitanks und Halo, was alles gibt, und Strecken natürlich auch, muss man sagen, ist das für die Fahrer heute viel sicherer geworden. 100% Sicherheit gibt es nicht, das wissen wir auch. Haben wir gesehen, wie gesagt, bei Marco Bouchard zum Beispiel, der auch wirklich noch Glück gehabt hat. Das ist immer ganz wichtig. Was ich nicht so gut finde, ist, dass heute technisch es so ist, dass der Fahrer nicht mehr unbedingt entscheidend ist für Sieg oder Niederlage. Das finde ich einfach schade. Man hat ja schon gewisse Dinge gemacht, wie Funkverbot und so weiter und so fort. Aber es ist mir noch zu technisch. Wenn ich mir als Beispiel die MotoGP nehme, wo du ja siehst, wo die Fahrer mit dem Einsatz, wo die mit den Knien auf den Boden schleifen, wo die den Arsch vom Sattel nehmen, gell? Das ist doch geil. Wenn ich mir die Formel 1 anschaue, da schaue ich mal einen Starter, da gehe ich raus und schneide, dann komme ich zum Ziel wieder. So ist es, weil es langweilig ist. Da ist zu viel Technik. Der Fahrer müsste wieder mehr Einfluss bekommen über Sieg und Niederlage. Das würde ich mir wünschen. Und was damit auch sprichst du den Menschen? Damit sprichst du Sebastian Vettel aus der Seele. Gut, und noch schnell, einen Satz noch schnell, den ich auch wichtig finde. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Sorry, ist wurscht, habe ich einen Faden, mach nichts. Okay. Dann gehe ich weiter. Monaco haben wir noch im Rennkalender. Und Striezel, du bist damals für ATS, das deutsche Unternehmen, Felgenhersteller, kennt man gefahren. Günther Schmid, ganz bekannte Person der Zeitgeschichte auch. In Monaco soll es einen Vorfall mit einer Felge gegeben haben. Richtig. Erinnerst du dich noch daran und kannst es uns erzählen? Also, Günther Schmid war ja im Team sehr stark vertreten, hat ja alles entschieden, auch selbst entschieden, oft auch gegen Ingenieure und Spezialisten. Und dann ist ihm plötzlich eingefallen, was eigentlich vom Grundsatz her richtig war, dass auf einem ATS-Rennwagen, der nun seine Felgenführer repräsentiert, nicht Speedline, sondern ATS-Felgen drauf gehört. Das ist vom Grundsatz her richtig. Ne? Und dass man ihm das zutrat, dass so eine Felge baut, ist auch richtig. Aber halt nur noch schnell vor Monaco, drei Wochen vorher, schnell eine Felge machen, die man immer testen können. Da gab es damals noch nicht die Möglichkeiten, so einen Lastdrucktest zu machen, wie gesagt, runter. Also es ist schon ein Risiko in Monaco, weil du hast damals Randsteine auch. Du fährst manchmal den Leitplanken an. Also können wir nicht ein anderes Rennen. Nichts in Monaco kommen ATS-Felgen drauf, weil da habe ich ein Boot im Hafen liegen mit Wips und Gästen. Okay, ist immer bravo. Also gut, da sind wir gefahren. Im Training ging das wunderbar. Und dann im Rennen, stell dir vor, ich habe irgendwann mal die Leitplanke duschiert, das ist ja dann an der Tagesordnung. In der Schikane am Schwimmbad, ich lenke ein, klack, bricht die Felge, plopp ins Wasser, genau vor der Yacht vom Kutterspiegel. Das muss man vorstellen. Also voll in den Arsch gekniffen. Aber okay, ich meine, was soll ich, da habe ich seine Felgen drauf gehabt. Ne? Das sind ja auch legendäre Geschichten, Alter. Das ist ja fantastisch auch für unsere Zuschauer und Hörer. Ja.
Ich darf einen kleinen Sprung machen, Striezel. Formel 1 Zeit war natürlich, hatte nicht die erfolgreichste, aber du bist halt Formel 1 gefahren. Aber Le Mans, Porsche, zwei Gesamtsiege, 1986, 87, 12 Stunden von Sebring hast du gewonnen. Und das alles mit Porsche, mit dem wahnsinnigen 962. Wie kamst du eigentlich damals zu Porsche? Wie hat das funktioniert? Ja, ich bin ja dann nach meiner Formel 1 Karriere wieder Tourenwagen gefahren und kam dann somit bei Schnitzer auf meinen Teamkollegen Walter Brun, der auch bei Schnitzer fuhr mit dem 3,0 BMW und mit dem 6er und 6er Coupé auch. Und dem Walter, dem habe ich immer geholfen, denn wenn Testen war, habe ich ihm mal geholfen, ein paar Tipps gegeben und so. Und dann wissen wir ja, wie sich Brun Motorsport entwickelt und aufgestellt hat, mit diesen verschiedenen Autos, die er gefahren hat. Und da sind wir in Le Mans gefahren mit dem Prototypen, dann mit dem Seca, glaube ich, hieß der, oder? Das Sauber, wie hieß der? Mit dem Harald Groß, und dann ist dem Harald Groß der Flügel weggeflogen, dem Walter Brun die Tür und mir ist alles weggeflogen. Und dann hat der Walter gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt gehen wir zum Jürgen Barth von Porsche und bestellen einen 956. Den kaufen wir jetzt. Ne? So. Und damit war klar, dass wenn ich mich vernünftig benehme, ich den auch mal fahren kann. Und bin das erste Rennen in Spa gefahren, zusammen mit Harald Groß, der das Auto schon kannte. Und da war ich erstmal in Spa, weil Harald Groß war ich sicher mal 6-7 Sekunden weg von der schnellen Rundenzeit. Und da hat der Harald mir genau erklärt, wie man das Auto bewegt mit diesem Saugeffekt und zwar, wie man in die Kurve reinbremst. Und da ging das wunderbar. Und dann kam ja Folgendes, dass das übernächste Rennen war dann in Imola, wo ich die Chance hatte, mit Stefan Belloff zu fahren. Und wir haben als einziges Privatteam, wir haben das Werksteam geschlagen. Der Stefan hat sich unglaublich Mühe gegeben, das Auto mir zu erklären, wie man es fährt, im kleinsten Detail. Er hat ja keine Ahnung vom Ground-Effekt und war da ganz gut unterwegs. Und hat dann mir am Jahresende gesagt, du mach mal Aufstuck, ich sag dir mal Bescheid, ich habe nächstes Jahr einen Vertrag mit der Formel 1, wo ich nicht mehr Porsche fahren kann. Also wenn du da Interesse hast, dann melde dich dann mal bei Porsche. Ne? Und da habe ich in einem Herbsttag 1984 mir alles zusammengefasst, habe den Professor Bott angerufen, in Weißhaus, Professor Bott, grüß Gott, so und so. Und ich wollte ihm nur sagen, dass ich, wenn sie Interesse hätten und nächstes Jahr einen Fahrer brauchen, ich wäre zur Verfügung. Ja, wie? Ich denke, Sie sind mit BMW ein Leben lang verbandelt. Sag ich, na, das bin ich nicht. Der Vertrag läuft aus, wir machen das von Jahr auf Jahr. Also wenn Sie Interesse haben, dann würde ich meine volle Arbeitskraft zusichern mit allem drum und dran. Dann können wir gerne, ja bitte, kommen Sie morgen früh ins Büro, hat er gesagt. Ja, bin am nächsten Tag nach Stuttgart gefahren. Dann haben wir im Büro gesessen. Das hat gedauert, 15 Minuten waren wir uns einig. Der Vertrag, der hat nur eine Seite, weil es sind über 100 Seiten. Und dann hat er gesagt, Sie wissen, Herr Stuck, wenn Sie jetzt unterschreiben, dann werden wir Sie wirklich in der Woche dreimal für irgendwas brauchen, weil alle unsere anderen Fahrer sind irgendwo, der Derek Bell ist in England, der Jochen Mass lebt in Monaco, JKX in Belgien. Wir haben verschiedene Testprogramme laufen, Entwicklung PDK, 962 und so. Wir brauchen jemanden, der die Kundenautos, den Shakedown fährt. Dann brauchen wir sie eigentlich wirklich wöchentlich in Pause. Kein Problem, ich wohne 2 Stunden weg von Garmisch nach Stuttgart, aber das ist kein Thema. Und dann mache ich das gerne. Das war für mich natürlich jetzt einmal ein Riesenvorteil, so viel im Auto zu sitzen. Denn je mehr ich mit dem Auto fahren konnte, desto mehr habe ich die Erfahrung gewonnen. Mit so einem schwierigen Auto zu fahren, ist jeder Kilometer ein Gewinn. Habe mich riesig gefreut, sagte, okay, gehen wir noch schnell Mittagessen. Da sind wir Mittagessen gegangen in die Kantine und haben wir geredet und so. Und an der Wand, wo ich saß, waren 2 Schalter. Mit einem Pfeil oben und einem unten. Was ist das? Und drück auf den Pfeil unten und da war in 2 Minuten das ganze Casino verdunkelt. Sagt er, guter Einstand, Herr Stuck, das kann ja lustig werden. Gell? Ja, dann ging es los bei Porsche. Ne? Dann mit Peter Quarek, mit Roland Kussmann, mit Norbert Singer habe ich so viel gelernt und auch Dinge mitbekommen, wie man Autos entwickelt, wie man Autos abstimmt, mit dem Singer war es toll zu arbeiten, mit dem Roland Kussmann, mit Walter Näher nicht zu vergessen, gell? Und da waren wir eine unglaublich cool eingeschweißte Truppe, muss ich sagen. Wirklich, das war echt klasse. Und sehr, sehr erfolgreich. Und Arno, du hast mal wieder Statistiken bemüht bezüglich 24-Stunden-Rennen und Striezelstuck. Ja, Striezel, was, wenn du das mit 72 und Spa und Ford Sieg und damit diese Distanz, diesen Restanzrekord nicht wusstest, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, dass du der einzige Fahrer weltweit bist, dem das Kunststück gelungen ist, bei den 3 berühmten Langstreckenrennen in Spa am Nürburgring, also in der Reihenfolge Nürburgring, Spa und Le Mans zu gewinnen. Ja, cool. Und das noch innerhalb von 17 Jahren, mindestens einmal. Da bist du der einzige bis heute weltweit,
Ist das wahr? Das ist ja toll, gell? Das ist ja klasse. Ist so. Aber jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Du hättest dem Ganzen noch eins draufsetzen können, sozusagen als i-Tüpfelchen, nämlich Daytona. Kannst du uns verraten, warum du in Daytona nie gewonnen hast? Hat nicht funktioniert, gell? Das war so erfolgreich, wie ich in Sebring war. Daytona, da kam irgendein Scheiß dazwischen, gell? Das gibt so Dinge, das hätte ich auch gesagt, wenn ich gefragt, was hast du nicht gewonnen, was du gewinnen wolltest, weil Daytona, wir sind 24 Stunden, das hat nicht geklappt, war immer irgendwas, ob da mal dies war oder jenes war. Das. Aber Daytona hat insofern einen Vorteil, dass ich ausgefallen bin, weil ich nämlich dann, das war dann, glaube ich, 86 sind wir gefahren, ich bin nachts ausgefallen, den Johannes in der Nacht gezeugt hat. Das war also schon mal nicht schlecht. Ne? Also war es auch ein Sieg. Das habe ich auch noch nicht gehört. Die sehr schöne Geschichte. Ja, es ist immer wieder, es ist verrückt, Wahnsinn. Aber Striezel, sagst du, was war denn eigentlich so dein bestes oder dein beliebtestes Rennauto? War es der Porsche oder war es ein anderes Auto? Was bist du am liebsten gefahren in deiner Karriere? Nee, das war ganz klar der Porsche 962. Die Kombination aus Leistung, aerodynamischem Abtrieb, Reifenbreite, das Auto sah cool aus und die Erfolge, die ich mit erringen durfte, mitentwickelt habe, das Auto auch, das war also ohne jede Frage mein liebstes Rennauto. Gar keine Frage. Klare Antwort. Ich habe noch ein anderes Rennauto für dich und zwar die Vorstandskutsche hieß die, glaube ich, damals, nämlich der Audi V8 in der DTM. Cool. Kleiner Sprung, 1990, du bist direkt mal Meister geworden mit diesem Auto, was eigentlich kein DTM-Auto ist, um einen Mercedes oder BMW M3 damals zu schlagen. Wie hast du diese Saison, diesen Erfolg auch wahrgenommen? Ja gut, es fing ja an, dass es einen Anruf von Professor Pierich gab, der gesagt hat, der war noch in den USA, der war in der 89 unterwegs in der IMSA, sagte, Herr Stuck, wir haben nächstes Jahr ein anderes Programm, wir hatten ja mal über Pikes Peak auch gesprochen in den Tagen. Dann kam ja diese Geschichte in den USA mit dem Audi, wo der rückwärts da ihr Kind überfahren hat, mit diesem Rückwärtsgangproblem. Wir müssen unsere Aktivitäten woanders hin verlegen. Wir haben entschieden, wir fahren mit dem Audi 200 DTM. Also, ja, Professor, das ist aber eine Aufgabe, gell? Gegen die leichten Mercedes und BMW. Passen Sie auf, hat er gesagt. Sie werden schon sehen, gell? Und recht hat er gehabt. Ne? Und da muss ich sagen, was Audi in diesem Jahr geleistet hat, trotz aller möglichen Gewichte reinpacken und dies und jenes, haben wir immer wieder ein Tüpfelchen draufgelegt, wobei der Allradantrieb einen großen Anteil gehabt hat, was das Schonen der Reifen anging. Weil immer, wenn die anderen ihre Reifen aufgearbeitet haben, wir halt nochmal erst die Hälfte der Reifenverbrauch gehabt. Ne? Und dank der tollen Entwicklung, was ein Herbert Greiner und ein Hans Nowak, was die da geleistet haben mit Dieter Pasche, unbeschreiblich. Ne? Auch für mich ein ganz, ganz tolles Jahr mit vielen Emotionen und mit dem Titel DTM-Meister. Das war schon, also da kriege ich halt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, auf jeden Fall. Ja, und damit auch nochmal wieder Geschichte geschrieben, nämlich den ersten Titelgewinn für Audi in der DTM. Richtig, ja, absolut. Ja, werde nie vergessen, wo ich da auf dem Podium stand. Gell? Und das Tollste war ja diese Einfahrt ins Motodrom bei der letzten Runde. Gell? Ich meine, ihr kennt alles Motodrom, was sich da abgespielt. Der König von Hockenheim, ne? Ja, Wahnsinn, ich bin noch der Hausmeister. Es gibt auch eine Geschichte dazu, die muss ich auch noch schnell erzählen. Im ganzen Trubel und Tralala habe ich vollkommen vergessen, dass zwei Runden vor Schluss ist in der zweiten Schikane einer geradeaus gefahren und hat lauter Dreck auf die Fahrbahn geschmissen. Ich musste ja da drüber und wie ich drüber bin, plötzlich macht unter dem Auto bei mir die ganze Zeit bis ins Ziel. Habe ich dann vergessen und so weiter, war der Sieger ja wunderbar. Und zwei Tage später ruft mich der Franz Braun an, das war der Werkstattleiter von Audi Sport in Ingolstadt, der Tourer Stucki. Wenn du mal nach Ingolstadt kommst, muss ich dir was zeigen, das wirst du nicht glauben. Gell? War ich nächsten Tag sowieso da, weil ich was gemacht habe. Und stell dir vor, was war da passiert? Da hat sich ein Stein, den ich da aufgesaugt habe, zwischen Kardanwelle und Kardantunnel reingeklemmt. Und die Kardanwelle war ja aus Carbon. Und da hat er gesagt, schau das an, du wärst keine Runde mehr rumgekommen, wäre die Kardanwelle gebrochen. Stell dir vor, da zieht das am ganzen Körper noch, an welchem seidenen Faden dieser Titel und der Sieg gehangen hat. Wahnsinn, gell? Habe ich nicht gewusst. Okay, ehrlich. Das ist ja cool. Ja. Das war schon eine heiße Nummer, muss ich sagen. Gell? Ja, und daraus entstand ja aus diesem Engagement von Audi, da entstand ja ein noch viel stärkeres Auto, wie du weißt, in Amerika. Richtig. In der IMSA. Richtig, ja, genau. Ja, das war ja vorher. IMSA war vorher. Freilich, IMSA und Trendsem war 88, 89 IMSA und DTM. Genau, richtig. So war's. Sorry, ja. Richtig.
Du hast stets in der DTM ein paar auch prominente Teamkollegen gehabt, die dich auch ein bisschen unterstützt haben, glaube ich, kann man so sagen, 1990, ja, unter anderem Walter Röhrl. Richtig. Walter Röhrl, fallen dir da so auch aus deiner Ahnung, du sagtest gerade schon die Imsa-Zeit, fallen dir so ein paar Anekdoten ein, weil ihr beide so bekannt, aber auch so unterschiedlich irgendwo seid, könnte man meinen. Absolut, also wenn ich mich immer an die Reisen erinnere, wenn wir da geflogen sind, wie man mit so wenig Motivation so schnell Auto fahren kann, sagt, ich scheiße, Amerika rein, der Flug in 10 Stunden, mir hat das alles Spaß gemacht, gell. Und dann gab es aber eine wirklich gute Geschichte mit dem Walter, der ja nicht gerade in Emotionen berühmt ist, aber die war einmal wirklich da. Wir sind mit dem 90er Audi ein Rennen in Niagara Falls gefahren, Upstate New York, 2 Stunden Stadtkurs im Regen und haben das ganze Feld 2-mal überrundet, haben gewonnen, Platz 1 und 2. Da waren wir beim Auto, das ist ja wurscht. Jedenfalls stehen wir auf dem Podium, da sagt der Walter, halt jetzt, sag ich was, jetzt wissen Sie Bescheid, die Wichser. Weil wir sie alle da gebügelt haben. Und ich muss sagen, dieser Erfolg, den Audi hatte, sowohl mit dem V8 als auch mit dem Trendset und mit dem Imsa, ist ein Großteil auf Walters Erfahrung zurückzuführen, der gerade mit Abstimmen mit dem Allradauto, Antriebsverhältnis, Fahrwerksabstimmung sehr viel beigetragen hat, mir auch viel beigebracht. Ich war noch nie ein Allradauto im Rennen gefahren. Der Walter war da wirklich eine tragende, wichtige Säule im ganzen System. Und als Fahrerkollege natürlich sauschnell und gut. Ne? Wir bleiben bei den 24-Stunden-Rennen, machen einen kleinen Sprung 1998. Hast du nochmal die 24 Stunden von Nürburgring mit einem 320er BMW Diesel gewonnen damals? Ja, genau. Und Arno, da lasse ich wieder dich als Statistikfuchs ran. 24-Stunden-Rennen. Ja, und schon wieder haben wir was Historisches gefunden von Herrn Stuck. Du weißt wahrscheinlich nicht, dass du als einziger oder der erfolgreichste BMW-Fahrer mit 3 Gesamtsiegen bist und dazu noch mit 3 verschiedenen Teams, nämlich Köppchen mit Günter Warthofer als BMW Motorsport-Verantwortlicher und Schnitzer. Schnitzer, genau, richtig, ja. Gut recherchiert. Ja, Stichwort Striezel, ein trauriges Stichwort Schnitzer. Die Motorsportwelt ist entsetzt, was wir gerade vor ein paar Tagen aus München gehört haben. Möchtest du da was zu sagen? Zum Ende und zur Firmenschließung in Freilassing. Ja, also ich kann nur eins sagen, ich bin da sehr traurig drüber, weil Tradition für mich auch eine große Rolle spielt. Nicht zuletzt war ich auch lange Zeit ein Teil des Schnitzer-Teams. Man muss natürlich die Entscheidung von BMW akzeptieren, die wir Gründe dazu haben. Nachvollziehbar ist sie für mich nicht. Das will ich jetzt mal so sagen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass durch den traurigen Verlust von Charlie Lamb, der im letzten Jahr gestorben ist, da auch ein wichtiger Teil natürlich weggefallen ist. Ich glaube, dass da auch familiäre Geschichten eine Rolle spielen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es jedenfalls nur sehr, sehr traurig. Ja. Und schade. Ich muss wieder einen kleinen Schritt machen. Wir könnten mit dir immer ein ganzes Buch füllen, aber wir müssen auf Dinge beschränken. Also du bist 20 Mal die 24 Stunden am Nürburgring gefahren, 18 Mal in Le Mans und 1999 warst du nicht mehr dabei, als BMW mit Schnitzer nämlich das Rennen gewonnen hat, nochmal in Le Mans. Du bist aber 98 dabei gewesen mit einem Riley BMW. Bereust du das ein bisschen, dass du 99 nicht nochmal irgendwie einen hinterhergelegt hast? Ja, mit Sicherheit, zumal ja wir 98 leider mit so einem Lagerschaden da ausgefallen sind. Und dann muss ich sagen, ihr wisst, dass ich ja mit Gerhard Berger schon ein sehr gutes Verhältnis habe. Dann kam der Berger ja als Motorsportchef zu BMW und hat da gesagt, hör mal, der Sopo und der Stuck, wie alle Seiten ihr überhaupt, ihr seid ja gar nicht mehr fit für Le Mans, ich brauche man nicht mehr. Und dann waren wir aussortiert, gell? So schnell ging das. Ne? Deswegen war es dann für mich hinterher noch umso wichtiger, dann nochmal einen Nürburgring zu gewinnen, dem Gerhard zu zeigen, dass hier von wegen alter Mann und so. Gell? Aber es haben mittlerweile das ausgerechnet, das Thema ist vorbei. Aber den Sieg hätte ich schon mal ganz gerne mitgemacht, auf jeden Fall. Aber okay, no regrets. Kommen wir nochmal, kleiner Sprung, da kommen wir auch nochmal zu. 2008 bist du zum VW-Konzern gegangen und warst da viele Jahre tätig. Als Markenbotschafter, aber auch als Rennfahrer bist du noch 5 Mal die 24 Stunden gefahren. 2010 gab es einen gewissen Vorfall beim 24-Stunden-Rennen. Nein, der nicht so schön war. Das war mit einem VLN-Rennen, Robert. Entschuldigung, bei einem VLN-Rennen. Ja, danke, Arno. Gut, dass ich dich dabei habe. Dann übernimm du. Ja, dein schwerer Unfall, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich dich damals im Krankenhaus in der Wied besucht habe und da habe ich erst erfahren, dass du am Kopf operiert worden bist, das hast du mir auch gesagt in dem SED-Interview und dass das im Prinzip deine aktive Rennfahrerlaufbahn beendet hat, weil die Ärzte dir, glaube ich, damals geraten haben, du solltest lieber keinen Rennsport betreiben und hast das ja auch befolgt, bis auf die Tatsache, dass du dir das letzte Rennen mit deinen Söhnen gewünscht hast.
Ja, wobei diese Aufforderung weniger von den Ärzten kam, als von einem persönlichen Anruf von Professor Pech. Der hat Herr Stuck hat gesagt, ich würde Sie bitten, dass Sie das jetzt mal langsam lassen. Ich brauche Sie für andere Aufgaben. Da habe ich gesagt, werde ich versuchen, Herr Professor, aber so ein, zwei Dinge müssen schon noch passieren, hat akzeptiert. Und dann war das dann auch, ja, richtig. Das war, aber ich muss eins sagen, dieser Unfall, der war zwar unnötig, weil das Auto da stand, das war zwar schade, auch mit dieser Verletzung am Kopf und so weiter, habe ich ein Riesenglück gehabt, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Arzt da mit rumoperiert hat. Siehst du, bei der Monika Lierhorst immer noch da irgendwelche Nachwehen hat. Aber der eigentliche letzte Unfall war ja dann im Rahmen eines VLN-Rennen, wo ich in der Senke da nach der Antoniusbuche das Auto am Dämpfern hatte, mich da auch nochmal richtig auf die Leibler gesetzt habe und dann gesagt, so, jetzt lassen wir es dann wirklich sein. Also jetzt muss es nicht herausfordern. Gell? Und wie gesagt, wenn ich heute noch meine Taxifahrten mache, da finde ich das schön. Und wenn ich mit Autos, mit Porsche oder Auto-Union darf und Papi fahren darf, dann macht man das so, dass da nach Menschengemessen nichts passiert. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Jahr das ganze Jahr nicht zum Taxifahren komme, da geht mir richtig was ab. Gell? Das Rennauto fehlt mir. Das ist irgendwie halt ein Teil meines Lebens, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, dass nächstes Jahr das wieder weitergeht. Das ist mein größter Wunsch zum Geburtstag. Ja. 2011 bist du das letzte Mal am Nürburgring gefahren mit deinen beiden Söhnen, mit Dennis Ausdeck auf einem Reit, auf einem Lamborghini. Ja, wie war das so, dein letztes Rennen? Das ist mein letztes großes Rennen im Rennauto. Na gut, für mich einmal am Nürburgring. In Nürburgring habe ich angefangen, 69, und am Nürburgring zu Ende zu fahren. Dann mit meinen beiden Söhnen, da kam die Inspiration, kam daher mit Porsche, wo ja mal die 3er-Drittis in Le Mans gefahren sind. Da habe ich gesagt, das wäre was mit dreimal Stuck und dem Dennis Rostek dazu, haben wir auch dann gemacht. Unser Ansatz war, wir wollen das Rennen zu Ende fahren, für 11 waren wir zufrieden. Aber diese letzten beiden Runden, die ich da gefahren bin, gell, das werde ich in meinem Leben auch nie vergessen. Gell. Was da die Zuschauer, Plakate und Fahnen und gewunken und gejubelt haben. Und dann sind wir jetzt ja zu dritt und zu viert wirklich in den Arm gelegen, haben auch, gebe ich zu, auch ein bisschen geweint. Das letzte Rennen war, was dann was ja nicht war im Endeffekt, aber das war schon brutal emotional und wirklich der Rückblick auf eine tolle und vor allen Dingen Karriere, wo man überlebt hat. Das muss man auch mal sehen, wenn du überlegst, bei wie vielen ich Unfällen in der Formel 1 Glück gehabt habe mit Tom Price, beim Ronnie Peterson und andere Dinge und auch mit dem 965 habe ich auch jede Menge Unfälle gehabt, aber immer Gott sei Dank rückwärts eingeschlagen und Schwein gehabt. Da muss ich meinen Schutzengeln schon mal wirklich mega, mega Danke sagen, dass sie mich da beschützt haben. Gell. Also ein Abschluss und heute hier zu sitzen mit 70 und noch wirklich, kann ich sagen, gut fit zu sein. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Habe eine tolle Frau, zwei tolle Buben, zwei tolle Hunde. Was fällt mir mehr? Ne? Du hast große Emotionen. Nach 43, ich mache ein Ausrufezeichen hinter, nach 43 Jahren im Rennsport. Also die Statistik habe ich leider nicht, aber ich bin sicher, es gibt nicht viele Rennfahrer, die sagen, die zurückblicken können auf 43 oder sogar mehr Jahre. Aktiv. Danke, lieber Arno. Danke. Ich bin da, also stolz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich finde es einfach nur toll und danke dafür allen, die da beteiligen, was ich erleben durfte. Überleg mal, die Zeit von 69 bis jetzt, die Schritte im Rennsport, in der Sicherheit, in der Technik, was ich alles sehen durfte, was ich erleben durfte. Ich durfte in Königshäuser gehen. Ich durfte den König von Spanien veräppeln. Gell? Ich bin der King of Bavaria, zum Beispiel. Wer kann das schon machen? Also, gell? Und was ich alles erleben durfte, also kann ich nur sagen, sensationell. Stritzel, du bist noch hier. VW Motorsport gibt es nicht mehr. Das wurde eingestellt nach über 50 Jahren, dieses Programm. Ja. Das muss dir auch wehtun, oder? Ja, ihr wisst ja, dass ich nach wie vor im Konzern Repräsentant Motorsport bin. Wir haben darüber lange diskutiert. Man muss die Entscheidungen der Vorstände da akzeptieren. Ich meine, die müssen auch ihre Planung machen. Wir brauchen nicht reden, dass da auch Dinge sich künftig ändern werden oder Änderungen sind. Und wenn halt ein Vorstandsbeschluss entscheidet, bei VW Motorsport gibt es keine Aktivitäten mehr, wird das akzeptiert. Da kannst du nichts machen. Ich meine, das muss man sehen. Du siehst ja, was bei Audi passiert, dies, was bei BMW passiert, was Porsche macht. Es wird sicher im Konzern immer Marken geben, die dem Motorsport treu bleiben. Das ist auch wichtig. Aber dass da ein oder andere mal eine Änderung kommt, das ist halt so. Das hat es immer schon gegeben. Da werden wir versuchen, das hinzukriegen. Ne? Wir drücken die Daumen. Ganz kurz, Stritzel, müssen wir gerade über deine Zeit als DMSB-Präsident ab 2012 bis 2020 reden. Wie kam es dazu? Und natürlich auch die Frage, warum bist du zurückgetreten und auch zu diesem Zeitpunkt? Ja, kam dazu, nachdem ich Hermann Tomczyk, mit dem ich ja lange gut bekannt bin, gefragt habe, ob es ein Amt für mich wäre. Da habe ich gesagt, du, Hermann, ich bin kein Politiker, aber es ist für mich die Gelegenheit, meinem Sport was zurückzugeben, der mich über viele Jahre beschäftigt,
ernährt hat, dem ich Erfolg gehabt habe. Und ich bin sicher, ich kann da einiges zurückgeben. Das war auch dann der Fall. Das hat gut funktioniert. Denken wir nur an Nürburgring. Es hätte da nach dem Unfall in diesem Jahr sicherlich kein Rennen gegeben, 24 Stunden, wenn wir nicht diese Maßnahmen ergriffen hätten, für die ich so im Briefkasten in Balkhausen Morddrohungen bekommen habe. Gell? Aber schlussendlich sind wir Rennen gefahren und das hat alles funktioniert. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Aber dann muss ich sagen, im Januar diesen Jahres gab es intern im DMSB Vorfälle, die mich dazu veranlasst haben, aus persönlichen Gründen das auch wiederzunehmen. Die Entscheidung war auch richtig. Auspunkt. Willst du auch nicht drauf eingehen, diese persönliche Gründe? Dann würde ich sagen, Arno, dir gebühren die letzten ein, zwei Fragen, bevor wir... Eine habe ich noch vergessen. Ich bin ja weiterhin bei der FIA. Ich bin immer noch da Steward in der Formel E. Zwar in diesem Jahr nicht dabei gewesen, weil ich hätte die Formel 2 machen sollen. Das wollte ich aber nicht, weil ich nicht reisen wollte. Ich wollte nicht fliegen unbedingt. Und aber es wird im nächsten Jahr sicher wieder Einsätze geben. Und ich bin auch sehr froh über den Kontakt, den ich zu Jean Todt habe, den ich ja schon von 1900, aus den 70er Jahren von BMW, wo er Rallye-Beifahrer war, schon kennengelernt habe, wo einiges miteinander gemacht haben. Und bin mal gespannt, wer der nächste FIA-Präsident wird. Ne? Also so viele Gute wie den Todt gibt es nicht, gell? Die diese Erfahrung mitbringen. Ne? Als Rallye-Beifahrer, als Chef von Ferrari und so weiter und so fort. Also da wird der Motorsport, in der Weltmotorsport sicherlich einen großen Verlust leiden, wenn Jean Todt aufhört. Gell? Wir haben gerade, du hast gerade über deine Tätigkeit im DMSB gesprochen, du hast über einen Herrn Tomczyk gesprochen, der jetzt auch sich nicht zur Wiederwahl stellt. Was sagst du denn zu den politischen Dingen, die ja im Moment sogar öffentlich diskutiert werden, dass der Gerhard Berger als Chef der DTM in Zukunft nicht mehr mit dem ADAC und dem DMSB zusammenarbeiten möchte? Das ist doch sicherlich überraschend. Das ist überraschend, ja. Ich meine, ihr wisst, der Gerhard wohnt von mir 10 Kilometer entfernt. Wir haben sehr häufig Kontakt. Ich habe ihn jetzt in einigen Dingen auch unterstützt und auch beraten. Wir haben lange diskutiert über das Thema GT. Ich glaube, der Gerhard ist am richtigen Weg. Wie er sich jetzt mit den anderen Institutionen anlegt, das entzieht sich, gut, das ist mir wurscht, weil ich habe weder mit ADAC noch mit DMSB was zu tun. Der Gerhard, das wissen wir auch, der ist unabhängig, der kennt sich sehr gut aus, der geht seinen Weg. Und wo ich kann, werde ich ihn auch unterstützen, auf jeden Fall. Kannst du dir denn vorstellen, also der ADAC hat ja gerade bekannt gegeben, dass er einen neuen TV-Partner hat, ab 2021, zudem gibt es den Titel Deutsche GT-Meisterschaft, der ist ja auch nicht unwichtig. Kannst du dir vorstellen, dass zwei GT3-Serien nebeneinander existieren können? Erstmal muss ich sagen, dass ich das extrem schade finde, dass diese zwei Institutionen sich nicht einigen können, dass man was Gemeinsames macht. Denn ich glaube auch, dass für die Fans es perfekt wäre, statt dass ich auf 15 Veranstaltungen gehe, auf 7 geile Veranstaltungen gehe. Das finde ich persönlich sehr schade. Auf der anderen Seite ist, was GT Masters ist ja praktisch Langstreckensport, weil zwei Fahrer sitzen. Und es gibt bisher keine GT3 Sprintserie. Also das ist auch eine Sache, die auch sehr interessant ist. Und wenn es dem Gerhard DTM gelingt, ein gutes Programm fürs Wochenende zu finden, warum nicht? Es ist nur schade, dass man da nicht, wie man schon mal gehabt hat, vielleicht irgendwie zusammenlegt. Das ist einfach ein Schade, dass da keine Kooperation besteht. Ist für mich aus meiner Sicht sehr bedauerlich. Und leiden beide darunter im Endeffekt. Ne? Ich sehe es genauso wie du. Beides zusammenführen wäre ideal gewesen. Richtig, genau. Haben wir ja schon gehabt. Waren noch geile Wochenenden. Ne? Ja. Aber da gibt es Gründe, dass es nicht klappt. Müssen wir akzeptieren. Entschuldigung. Stritzel, darf ich die letzte Frage stellen, bevor du mit Sicherheit dann leider weg musst? Nein, wir sind ja super in der Zeit, dieser Gott zu mir. Dann machen wir weiter. Dann aber ein Wort zu Mick Schumacher. Wir haben jetzt auf deine lange Karriere ein bisschen zurückgeblickt. Mick beginnt jetzt in der Formel 1. Das musste ich wahrscheinlich auch glücklich machen, oder? Finde ich toll. Vor allen Dingen, was er bisher geleistet hat, gell? Von Sabine Kehm wirklich super geführt, dahin, wo er jetzt gekommen ist. Man muss sich mal vorstellen, der arme Mick, was der für einen Druck hat. Das ist eine Riesenbelastung, wie er das meistert, wie er sich in der Öffentlichkeit darstellt. Zum einen als Mick Schumacher, zum anderen mit seinen Erfolgen kann ich nur dreimal Chapeau sagen und freue mich, dass nächstes in der Formel 1 ist. Finde ich ganz große Klasse. Gell? Auch wichtig für Deutschland und den deutschen Markt, nachdem jetzt... Na klar, so, wir brauchen deutsche Piloten, das ist ganz wichtig. Ja. Als der Mick damals in der Formel 4 angefangen hat, da ging ja der Hype erstmal richtig los nach seiner Kartzeit. Hast du ihm diesen Weg zugetraut bis jetzt, mit dem, wo feststeht, der geht in die Formel 1? Also es war mir klar,
wie ich wusste, dass sich Sabine um ihn kümmert, dass er alle Assets hat, die er braucht, um das aus sich zu machen, was er jetzt gemacht hat. Schlussendlich ist immer ja noch der Mick. Du weißt ja, da kommt die Pubertät dazu, wie sie entwickelt, das weißt du ja nicht. Aber wie es jetzt gelaufen, muss ich sagen, sensationell. Wunderbar. Du weißt sicherlich viel besser als jeder andere, dass es jetzt am Anfang sehr schwierig werden wird, insbesondere in einem Team, wo man nicht unbedingt, gute Platzierungen erwarten kann. Glaubst du trotzdem, dass er seinen Weg in der Formel 1 machen wird? Ja, ich bin sicher, dass er gefestigt ist. Und ich glaube auch, dass, wie du jetzt schon gerade sagst, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass er nicht in einem Spitzenteam sitzt. Dadurch ist auf der einen Seite der Druck ein bisschen weg, weil er weiß, gewinnen kann er eh nicht. Wird er jetzt in einem Ferrari sitzen oder in einem Mercedes sitzen, wäre der Druck ja unglaublich groß, sich gegen etablierte Stars zu beweisen, oder hat er den Druck zu gewinnen, den hat er jetzt nicht. Lass den seine Erfahrung machen, sich als Auto gewöhnen. Er muss seinen Teamkollegen bügeln, das wird er, glaube ich, hinkriegen. Und da hat er damit die beste Visitenkarte, um Schritte in ein Top-Team zu machen. Da darf man nichts übereilen. Das ist meine Meinung. Absolut. Der aktuellen Zeitschrift. Sag du bitte, Arne, ja. Ich muss trotzdem noch mal kurz auf die DTM zurückkommen, weil du da auch da Vorreiter für viele Experten, und ich zähle mich ehrlich gesagt auch dazu, ich bin seit der ersten Stunde 84 dabei, aber du warst der allererste, der öffentlich gemacht hat, nämlich in einem Interview, ich glaube mit Stefan Bommert vom Kicker, der sich große Sorgen um die Zukunft der DTM gemacht hat. Wusstest du in diesem Interview, obwohl du es nicht gesagt hast, dass der Ausstieg von BMW oder Audi und BMW bevorsteht? Nee, wusste ich nicht. Also ich wusste es nicht, wenn man so ein bisschen, also gerade aus der Sicht von Audi, da natürlich involviert ist, dann waren mir Tendenzen klar. Aber das hing ja davon ab, wie geht es weiter, was passieren für Reglemente, für Regularien und so. Aber es war mir zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst, was jetzt im Endeffekt gekommen ist. Gell? Das hat man mal nicht gewusst. Gell? Aber wo waren denn deine großen Sorgen, das war ja das Schlagwort damals, wo waren denn deine großen Sorgen drin begründet? Ja, die waren da begründet, dass wir eben, aus meiner Sicht eben, wenn von diesen drei Herstellern einer aussteigt, du mit zwei, du brauchst einen dritten oder sogar einen vierten. Nur mit den Regularien, die wir hatten, und mit den Absichten, ich war selbst zweimal in Japan und dort mit denen zum Handel, da war kein Interesse. Es geht keiner von den Herstellern hier nach Japan und kommt von Japan auch keiner rüber. Das war der falsche Ansatz. Und da war für mich klar, dass wenn man einer mal zurückzieht, dass er dann große Probleme kommen können. Das ist auch genauso gekommen dann im Endeffekt. Ne? Hätte man vielleicht ein bisschen früher sich auf das Thema GT verlegen müssen, denn GT ist ja nun mal eine Sache. Erstens sind es Autos, die wir auf der Straße auch sehen. Das sind coole Autos. Und ich glaube, was der Gerhard lange auch nicht mochte und nicht wollte, war diese BOP, kann man nachvollziehen. Aber warum nicht? Wenn du dank einer guten BOP in der Lage bist, diese coolen Autos, Ferrari, Mercedes, also bei denen euch nicht vorhin die Möglichkeiten, die es gibt, gegeneinander fahren, das ist doch toll, das will man doch sehen. Verschiedene Konzepte gegeneinander, verschiedene Autospektre, ja, das ist doch eigentlich super. Vielleicht ist man da ein bisschen zu spät auf diesen Trichter auch gekommen, gell? Absolut. Stetzel, wir haben auch dich im aktuellen Magazin nochmal drin. Cool. Mit einem neuen Projekt, nämlich der DTM Electric, und damit schließe ich erstmal dieses Interview und sage, was wünschst du dir für den deutschen Motorsport und auch für den Motorsport in Zukunft? Deine persönliche Abrechnung. Also ich wünsche mir einen guten Basis-Motorsport in Deutschland, der zum Beispiel auch aus Nachwuchs besteht, ist nämlich ganz wichtig, was die K-Serie angeht, mit guten Aufstiegsmöglichkeiten über eine Formel 3 oder über eine Formel 4, muss man sagen, die beide brauchen, ist eine andere Geschichte. Und dann wünsche ich mir natürlich von meinem Herzen her einen guten Tourenwagen GT-Sport. Und ich glaube, mit den GTs haben wir ein perfektes Werkzeug in der Hand, wenn wir das vernünftig managen und machen, den Leuten spektakulären Motorsport zu bieten. Das wünsche ich mir. Gell? Und natürlich auch aus deutscher Sicht Fahrer in allen wichtigen Klassen dabei zu haben, bis hinauf zur Formel 1, dass wir da im Motorsport in Deutschland das weiter sind, was wir bisher waren, nämlich führend mit dabei sein. Dann wünschen wir dir weiter viel Gesundheit in dieser Zeit, das ist das Allerwichtigste. Bleibe, wie du bist, seit 70 Jahren, und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Immer gerne. Ja, auch schön mit euch zu arbeiten. Robert, wir haben ja gesagt, wir fangen mit einer privaten Frage an, und dann wollen wir ja auch mit einer privaten Frage enden, wenn uns der Striezel die beantwortet. Gut, dann los. Ist schon etwas länger zurück, aber trotzdem erfreulich. Wie wir alle offenbar erst viel später erfahren haben, hast du
heimlich, angeblich heimlich, deine vierte Ehefrau Uschi, die eben auch im Bild war, geheiratet in New York. Und angeblich wusste noch nicht mal deine Mutter davon. Ist korrekt. Weil wir alle machen wollten, nur kein großes Aufheben. Uschi ist eine tolle Frau, die beste von den vier, die ich hatte, ohne jede Frage. Und die wollte einfach nicht dieses Stuck-Klischee mitmachen. Die wollte nicht im Stangelwert mit der Kutsche vorfahren und tralala und Geschiss und Listen machen, den müssen wir einladen, den können wir einladen, den dürfen wir einladen. Da haben wir dann das Geld, dass wir nach New York gehen, alle Papiere vorher vorbereiten. Die zwei Trauzeugen der beiden dann in aller Stille und Spaß heiraten. Ich muss sagen, war echt geil, war echt cool. Bestes Schlusswort, würde ich sagen. Letzte Frage von mir. Wie feiert man in Corona-Zeiten einen runden Geburtstag? Du, das ist ganz einfach. Ich hoffe, dass ich glaube, dass meine Buben reinkommen. Da sind wir gerade dran. Dann machen wir hier schön den Going, machen wir ein schönes Grillenabend. Ich grille sehr gerne. Dann werden die Buben schöne Steaks mitbringen aus München vom Feinkostkäfer. Wir grillen schön. Wir werden wahrscheinlich was spielen. Es wird ja dieses Jahr auch kein Feuerwerk geben. Da ich ja bekennender Pyromane bin, fällt das leider auch raus. Ne? Also es wird ein ruhiger 70. Geburtstag und anders. Und das muss man akzeptieren. Das ist halt so. Gell? Wunderbar.